Superman für ein super Jahr. Neujahrsspringen auf Rädern. Karpfen auf Amerikanisch. Rosenfest in Pasadena. Mit all den Viechern, die für Kalifornien in der Welt herumblinzeln. God bless you all, and as I say, there just aren't words enough to express our appreciation to all of you. Thank you. Washington. Der Abschied vom Weißen Haus fällt schwer. I think the band was going to play something. And if we're I want you all to look at me very carefully. Barbara Bush präsentiert sich Stück für Stück. Please notice the hair, the makeup, designer clothes. Das erste maßgeschneiderte Kleid gibt's zum Amtsantritt. I want you to watch me all week. And remember, you may never see it again. Tag der offenen Tür im Weißen Haus. George Bush als Fremdenführer. Und alle erfahren, dass er Rosenkohl hasst. Präsident intim. Spanien, Genie der Provokation, Anwalt der Verrückten. Der Meister empfiehlt sich. Die Handschrift bleibt. Unverwechselbar. Leicester. Weiter geht's nach Flugplan. Über das Wrack. Abstürze verbreiten sich wie ansteckende Krankheiten. Eine nagelneue Maschine. Ein alter Bedienungsfehler. Unsicherheit. Frankreich. Sie sind unterwegs zum inneren Frieden. Auf steter Suche nach sich selbst. Unterwegs mit einem Gemisch aus fernöstlicher Religion und europäischem Fitnesswahn. Eisheilige. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Es Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist... Ernst Neger verlässt uns. Ein Mensch kann doch auch 80 sein und sich des Lebens freuen. Ein Mensch kann doch auch 80 sein und sich des Lebens freuen. Willi Schneider geht auch. Er wird 80 und kümmert sich weiter um das Lachen am Rhein. Hannover, Inventur. Überall im Land wird jetzt gezählt. Überall wird gemessen
Überall wird gewogen, bis einem die Sache schließlich wieder aus der Hand rutscht. Dann geht's im alten Trott weiter ins neue Jahr. Berlin. Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Die Republikaner kommen. Willkommen sind sie nicht. Was die alternative Liste anbelangt, so wird die alternative Liste sich selbst überlegen müssen, wie sie ihren Wählerwillen umsetzen will in Realität. Aber ich sage ganz klar, mit einer alternativen Liste, die weiterhin auf den Positionen beharrt, die hier auch nochmal zum Ausdruck gekommen sind, kann es keine Koalition geben im Interesse Berlins. Ich bin enttäuscht, das muss ich ausdrücklich hier sagen. Meiner Partei ist es offensichtlich nicht gelungen, die Zustimmung, die ich bei den Berlinern habe, auch umzusetzen. Wir stimmen für die Union. Aber jetzt geht es darum, dass wir in die Zukunft gucken. Doch auch bei uns schwarzen Demokraten ist Wasser in die Suppe geraten. Der Wahlsieg am Sonntag, so sicher, so schien er. Jetzt packen wir alle noch kleine Berliner. Brasilien, Raubbau im Regenwald. Für jedes Rind wird ein Hektar Wald vernichtet. Die Indianer kämpfen um ihren Lebensraum. Wir sollten kämpfen um die grüne Lunge dieser Erde. Treibhauseffekt. London. Salman Rushdie ist Moslem, aber er lebt nicht danach. Und er schreibt nicht danach, die satanischen Verse. Deshalb werden alle Moslems aufgefordert, Rushdie zu töten. Weltweit Protest und Abscheu, aber auch Angst. Afghanistan. Nach 9 Jahren beenden die Sowjets ihr kriegerisches Abenteuer. Der General kommt als Letzter. Der Sohn holt ihn heim. Held der Sowjetunion. 15.000 andere Soldaten sehen ihre Heimat nie wieder. Japan. Das Jahrhundertbegräbnis. Der Tenno ist tot. Einst mächtiger Kaiser in Uniform, dann nur noch Symbol der Einheit im schwarzen Anzug. Japan trauert. Aber alle Japaner trauern nicht. Doch sind sie satt auf meinen Segen und führt sie in den Höllenschlund. Das Frühjahr. Die Mutter Courage des deutschen Theaters. Ida Ehre war so alt wie das Jahrhundert. Kosovo. Hungerstreik. Die albanische Mehrheit wehrt sich gegen die Schikanen und den Druck der serbischen Minderheit. Sie streiken und hungern für eine selbstständige Region Kosovo im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Und dafür, dass ihre Kinder auch morgen noch Albanisch reden können. Indien. Alle 12 Jahre, wenn Sonne, Mond und Sterne richtig stehen, pilgern die Hindus nach Allahabad. Dort, wo die Flüsse Ganges und Yamuna zusammenfließen. 15 Millionen Gläubige werden erwartet. Ein Bad wäscht alle Sünden weg und ebnet den Weg ins Paradies. Die Polizei sorgt für die Badeordnung.
Boston. Barbara Harris ist die erste Frau, die in der anglikanischen Kirche zum Bischof geweiht wird. 450 Jahre lang war das Männersache. Die Bischöfe in England halten daran fest. Ihre amerikanischen Amtsbrüder sind geteilter Meinung. Und alle berufen sich auf die Bibel. Nordstrand, der Kalender geht vor. Die Nonnengänse sind schon da. Weil die Wiesen getaut sind, finden sie genug Reiseproviant. Denn nach Nordsibirien sind es noch ein paar Flugstunden. London, Valentinstag. Das Studio für persönliche Liebesgrüße. Die Videokassette verdrängt die Postkarte und den Blumenstrauß. What a surprise. Nur für ihn. Nachtprogramm zu Valentin.